Hallo, mein Name ist Anne Pin. Ich habe die Session Der Handy-Roman in Japan und in Deutschland geleitet. Und dabei ging es darum, wie denn der Boom in Japan ausgelöst wurde, wie sich der Handy-Roman dort entwickelt hat und wie das denn in Deutschland momentan aussieht, weil hier der Handy-Roman ja nicht so bekannt ist. Ich fand die Diskussion sehr anregend und sehr interessant. Es wurde viel mitgemacht und wir haben eigentlich herausgefunden, dass es so eine Art Handy-Roman in Deutschland schon gibt, aber nicht in der Form wie in Japan.